Willkommen bei telekom.tarife-angebote.de. Ich möchte Ihnen heute hier diesen Telekom Speedport Hybrid Router zeigen, wie man den installiert und in Betrieb nimmt. Wir wollen hiermit damit diesen W723V ersetzen. Der Hybrid Router hat ja als Vorteil, dass er neben dem Festnetz auch das Mobilfunknetz, in dem Fall das LTE-Netz der Telekom, unterstützt. Das heißt, ich habe zum einen den Datenturbo, also zusätzlich zu meiner Festnetzgeschwindigkeit kommt auch nochmal das Mobilfunknetz hinzu. Und zum anderen bietet das Gerät natürlich eine hohe Ausfallsicherheit für den unerwarteten Fall, dass auch mal das Festnetz ausfällt. Zum Beispiel bei Bauarbeiten vor dem Haus wird die Leitung gekappt. Dann würde das Internet weiterhin funktionieren, ganz einfach über das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Wir schauen mal hier rein. Wir haben hier zum einen den Hybrid-Router selbst. Das ist dieses Gerät, wie gesagt, unterstützt DSL, VDSL und LTE. Wir haben hier eine Kurzanleitung mit, wie Sie das Ganze einrichten. Dann ein 10 Meter Anschlusskabel, DSL-Kabel genannt. Dieses Kabel wird mit Ihrer herkömmlichen Telefondose verbunden. Ein Splitter brauchen Sie beim IP-Anschluss, Hybrid-Anschluss nicht mehr. Andersrum, der muss sogar entfernt werden, zeige ich Ihnen auch gleich. Dann haben wir hier ein kurzes Netzwerkkabel, wenn Sie einen Computer oder ein anderes Gerät direkt am Router anschließen wollen. Das Netzkabel, um den Speedport-Hybrid mit Strom zu versorgen. Und hier noch eine Wandhalterung. Das Ganze funktioniert so, indem Sie dieses Gerät an die Wand schrauben und dann den Speedport-Hybrid hier einmal draufschieben können und er damit an der Wand montiert werden kann. So, im nächsten Schritt zeige ich Ihnen die Einrichtung von Speedport-Hybrid, wie Sie das Ganze installieren. So, als erstes prüfen Sie, ob Sie die Unterlagen vollständig vorliegen haben. Sie müssten hier einmal einen Brief haben. Ich habe den schon mal geöffnet. Da ist eine SIM-Karte drin für die LTE-Nutzung des Routers. Ansonsten, wenn Sie Neukunde sind, müsste der Lieferung auch einmal Zugangsdaten dabei liegen für Ihren Zugang. Wenn Sie schon Telekom-Kunde sind und Ihren Vertrag umstellen, dann müssten Sie die Zugangsdaten nehmen, die Sie damals erhalten haben, wenn sie Ihnen nicht mehr vorliegen, also Benutzername und Kennwort, dann müssten Sie sich an den Kundenservice wenden und sich das Ganze neu zuschicken lassen. Wenn ich die Vollständigkeit geprüft habe, breche ich jetzt aus dieser SIM-Karte die kleinste Einheit raus, nämlich die Micro-SIM. Also zum einen breche ich den vorderen Teil raus, das ist jetzt eine Mini-SIM und dann ist innen nochmal perforiert. Das breche ich ebenfalls nochmal raus und habe jetzt die Micro-SIM. Und die baue ich jetzt in den Router ein. Ich habe hier einmal den Router. An der Unterseite ist das hier beschriftet mit SIM-Karte einlegen. Ziehe das hier einmal auf. Und wie rum die SIM-Karte eingelegt wird, ist hier auch angezeichnet auf dem Router. Nämlich mit dem Chip nach unten und dieser abgeschrägten Ecke nach vorne. Und dann, wenn ich das reinschiebe, klickt es einmal ganz leise. Jetzt ist die SIM-Karte eingerastet und ich kann diesen Deckel schließen. Damit wäre der erste Schritt SIM-Karte erledigt. Als nächstes verbinde ich den Router mit dem DSL-Kabel. Dazu muss ich jetzt bei mir hier in meiner Installation erstmal den alten entfernen. Wir haben hier den W723V. So, wir haben hier noch die alte Installation. Wir haben hier einen W723V mit einem Standardanschluss, also noch nicht IP-basiert, deswegen haben wir hier noch den DSL-Splitter, hier hinten ist die TRE-Dose. Die Speedport-Hybrid-Tarife sind ja IP-basierte Anschlüsse, das heißt also, ich muss den Splitter entfernen, ziehe also hier das Telefonkabel raus, hier das alte DSL-Kabel und der Splitter, der kommt einfach ganz weg. Und ich schließe jetzt das mitgelieferte DSL-Kabel, das ist das mit dem grauen Stecker, direkt in die TRE ein, wie gesagt ohne Splitter, und als nächstes schließe ich dieses Kabel an die DSL-Buchse des Speedport Hybrid an. Als nächstes muss ich das Gerät dann mit Strom verbinden. So, für die erstmalige Einrichtung habe ich mir hier eine Kabeltrommel geholt, oder Sie können auch ein Verlängerungskabel nehmen, das etwa 10 Meter hat. Weil wir wollen ihn dann mit dem Router, wenn er sich gebootet hat, noch den optimalen LTE-Empfang finden. Also ob das hier in dem Raum der Fall ist oder möglicherweise lieber in einer Fensterbank, um dann auch die beste Geschwindigkeit zu bekommen. Ich stecke das Gerät jetzt hier einmal ein und hier sieht man schon, es bootet sich jetzt.
Das dauert jetzt ein paar Minuten, bis sich das Gerät, das Speedport Hybrid, mit dem Telekom Festnetz, DSL bzw. in dem Fall hier VDSL verbunden hat und bis das LTE-Netz gebucht ist. Und wenn das der Fall ist, probieren wir einfach mal verschiedene Standorte aus mit dem Verlängerungskabel, mit dem 10 Meter DSL-Kabel, wo wir den Speedport Hybrid am besten positionieren. So, die DSL-Lampe hat jetzt angefangen zu blinken. Wir warten, bis diese Dauer leuchtet. Auch das LTE-Netz hat sich jetzt hier verbunden, allerdings nur mit zwei Balken, was auch hier zu erwarten war mitten im Haus, im Hausanschlussraum mit vielen Kabeln und so weiter. Deswegen suchen wir gleich noch einen besseren Standort. Alternativ können Sie an dem Gerät auch eine LTE-Außenantenne anschließen, wenn Sie Ihren Empfang noch weiter verbessern möchten. So, jetzt bootet sich das Gerät nochmal neu. Vermutlich wurde jetzt einfach ein Firmware-Update installiert. Deswegen fängt der Prozess jetzt mal von vorne an, dass ich das Speedport Hybrid in das DSL- und LTE-Netz der Telekom einbuchen muss. So, die gelbe Lampe ist jetzt auch ausgegangen. Ich werde jetzt als nächstes einen PC anschließen, um das Gerät final einzurichten. So, bevor wir jetzt noch den LTE-Empfang optimieren, wollte ich das Gerät erstmal final einrichten. Auf der Unterseite des Speedport Hybrid befindet sich hier so ein kleines Checkheft, was man rausziehen kann. Da sind die ganzen Geräte, Passwörter, WLAN-Passwörter drauf, aber auch aufgedruckt unten im Fuß stehen die Daten genauso drauf. So, ich habe jetzt den Rechner per Netzwerkkabel direkt mit dem Speedport Hybrid verbunden. Bin auf die Seite speedport.ip gegangen und komme dann hier direkt in den Einrichtungsassistenten. Hier wird jetzt mein Gerätepasswort eingegeben. So, ich habe die Daten jetzt eingegeben und gehe jetzt auf Login. Und nun muss ich meine die Online-Zugangsnummer oder meine Telekom-Zugangsnummer eingeben und mein persönliches Kennwort. Das sind, wie gesagt, Zugangsdaten, die Sie als Neukunde der Lieferung beiliegen haben oder als Bestandskunde. Die Daten, die Sie einfach früher irgendwann mal bekommen haben, die geben Sie jetzt hier ein. Und jetzt beginnt halt die Einrichtung des Gerätes. So, in diesem Schritt zeigt er mir jetzt an, dass die Internet und Telefonie fertig eingerichtet sind. Wenn ich jetzt hier oben einmal auf den Router schaue, sieht man das auch, dass jetzt auch die Telefonielampe angegangen ist. Also jetzt ist plötzlich alles so, wie es sein soll. Das WLAN ist aktiv und ich könnte das Gerät jetzt so benutzen. So, im nächsten Schritt können Sie hier das WLAN einrichten. Es ist ja vorgegeben, ein WLAN-Name und welche Verschlüsselung, welcher WLAN-Schlüssel, also das Kennwort. Und die Standardwerte sind jetzt hier drin. Wir empfehlen Ihnen, die Sachen aber auch zu ändern, also auf ein eigenes, sicheres Kennwort, um dann später Geräte mit WLAN zu verbinden. So, nachdem ich mich jetzt hier nochmal eingeloggt habe, sehe ich hier den Status meines Speedport Hybrid. Wir haben hier die DSL-Verbindung aktiv, LTE ist aktiv. Wir haben hier die Internettelefonie meines IP-basierten Telekom-Anschlusses aktiv. Die Deckbasis ist momentan noch ausgeschaltet. Wenn ich jetzt ein Speedphone oder andere schnurlos Decktelefone verbinden möchte, müsste ich die einschalten. Wir haben hier den Bereich WLAN. Das 2,4 GHz Netzwerk ist aktiv, 5 GHz für modernere Geräte auch. Mit sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeit. Das Gerät kann ja den AC-Standard, also über 1,3 Gigabit, die das Gerät schafft. Wir haben hier die WLAN-Verschlüsselung ist aktiv, die könnte ich hier noch ändern. Sendeleistung hoch. Ich habe hier den Status, wie viele Geräte aktuell verbunden sind, habe also jederzeit die Kontrolle. Ein Gerät ist am LAN dran, also am Netzwerkport, das ist hier mein PC. 0 am USB und 0 WLAN-Geräte verbunden. Ich habe hier nochmal die Möglichkeit, meine Netzwerkspeicher zu verwalten, für den Fall, dass ich am USB-Port eine Festplatte anschließen würde. Also alles sehr übersichtlich und hier oben gibt es dann auch noch ein paar mehr Menüpunkte, wo ich das dann alles einrichten kann. Das war es jetzt mit der Einrichtung am Computer. So, jetzt haben wir hier einmal den Standort an so einem kleinen Fenster. Wir sehen, der Empfang ist hier sogar schlechter geworden. Wir hatten hier eben 2 bis 3 Balken. Hier einbalken, also in die Richtung scheint kein Sendemast zu sein. Das heißt, ich probiere jetzt weitere Standorte aus. So, hier habe ich jetzt einen Standort gefunden im ersten Obergeschoss, wo zum einen die Richtung zum LTE-Masten zu stimmen scheint, als auch generell der Funkempfang nicht durch andere Häuser oder Bäume verdeckt wird. Hier habe ich also einen optimalen Empfang mit 4 Balken und könnte den Router zum Beispiel jetzt hier installieren. So, wir haben jetzt den Speedport Hybrid Router final eingerichtet mit Decktelefon allem drum und dran. Um es Ihnen hier nochmal zu zeigen, habe ich den jetzt nochmal hier in dem Raum aufgebaut und mache jetzt hier einmal einen Speedtest, um Ihnen zu zeigen, wie schnell der Anschluss jetzt hier in der Bündelung aus VDSL mit LTE ist. Ich kriege hier also über 70 Mbit hin, fast 80 Mbit im Downstream. Also
optimal für HD-Videos, auch mehrere HD-Videos bei YouTube, für die ganze Familie, mehr als ausreichend Speed. Und auch der Upload ist hier mit über 30 Mbit teilweise mehr als ausreichend. Also im Vergleich, ein DSL 16.000 Anschluss hat ja 16 Mbit und 1 Mbit im Upstream. Ich habe jetzt hier an die 33 Mbit im Upstream, also 33 mal so schnell wie ein herkömmlicher DSL-Anschluss im Upstream. Also wenn Sie Fotos verschicken, irgendwas hochladen bei Facebook oder sonst wo. Optimale Verbindungsgeschwindigkeit hier mit diesem Telekom-Hybrid-Router. Und auch für Homeoffices oder für Leute, die aufs Internet beruflich angewiesen sind, eine optimale Lösung zur Ausfallsicherheit. Wenn irgendwie, wie gesagt, das Kabel gekappt wird auf der Straße oder irgendwie das Netz gestört ist im Festnetz, dann haben Sie einfach noch das LTE zur Verfügung. Das ist dann zwar etwas langsamer als jetzt die Bündelung beider Anschlüsse, aber Ihnen ist ja einfach wichtig, dass Sie überhaupt erreichbar sind und das wäre dann mit diesem Gerät gewährleistet. Ja. Mehr Infos finden Sie hier auf dieser Webseite telekom.tarife-angebote.de/hybrid. Da finden Sie alle Tarife, einen Verfügbarkeitscheck und mehr. Besuchen Sie uns gern.